finde ja nicht, dass es eine Schande ist, dass die drei Fackeln der Tapferkeit so ferne Heimat weilen. Ich werde die Felsenküste von Erin nie wiedersehen. Es sei denn heimgeleitet von Colonel Körnach, Kocholin oder Fergus. Der König erwartet uns bald zurück mit den Usnech-Söhnen und der schönen Derdrio. Die Schwerter der Usnech-Söhne werden über dich wachen. Und manches Verhängnis hat eine mutige Frau abgewehrt, die solche Männer zu lenken verstand. Lass uns kommende Nacht zu Kocholin gehen. Er wird uns seinen Schutz nicht verwehren. Wer sollte sich schon trauen, euch zu beleidigen? Das müsste schon ein großer Narr sein. Mit den Usnech-Söhnen haben wir schon drei sehr große Narren. In diesem Moment wird der König seine Krieger zusammenrufen. Geh und finde sie. Und ich werde dich reich belohnen. Geschrien in deinem Leib hat deine Tochter mit braunem Haar. Ein Mädchen, das Streit und Mord erregen wird unter den Edlen von Ulster. Was habe ich getan? Ich sehe schreckliche Dinge auf uns zukommen, Luisi. Ich werde dieses verhasste Gesicht einfach nicht los. Uin! Damals waren wir Jünglinge, Derdrio, und mussten lernen, mit Waffen umzugehen. Heute sind wir Männer. Unsere Schwerter fürchten sich nicht vor Conchubas Tücke. Nein! Bleibt hier und helft uns! Macht euch bereit. Zeit ist gekommen. Jetzt sag deinem König, dass ich hier auf ihn warte. Neusi ist es, wert, König zu sein. Aber Derdrio ist das herrlichste Weib von Erin. Und der Mann verdient sie nicht, der sie nicht zu halten versteht. Ich werde dich vernichten! Nein! Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Luisi wird sich für sein Herz entscheiden, wenn es schon nicht sein Verstand ist, der ihm den richtigen Weg weist.